R-E-W-I-N-S-I-D-E. Hello Frames, bevor das Video jetzt anfängt mit diesem wunderbar schlechten Kameraton, möchte ich noch eine Message an euch raushauen. Checkt auf jeden Fall mal meinen Partner Instant Gaming ab, da gibt es nämlich, wie gesagt, sämtliche Spiele zu knaller Angeboten, unter anderem auch Planet Coaster. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Macht's gut, haut rein, tschüss! Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster! Meine Freunde, mein Park, ja? Ich habe 21.000 Dollar, habe über 1.000 Besucher. Es platzt aus allen Nähten. Ihr seht das hier, ja? Hier vorne meine Achterbahn. Captain Arschbackes Bumsabenteuer. 3.000 Euro Profit im letzten Monat. Das ist sehr geil. Aber meine Freunde, mir ist aufgefallen, ich habe sehr viele schwarze Schafe bei mir, die einfach entfernt werden müssen. Es geht leider nicht anders, meine Freunde. Zum Beispiel diese Attraktion hier, ja? Minus 16.000 Euro Profit. Das ist sehr schlecht. Was haben wir hier, meine Freunde? Schaut euch das mal an. Minus 700 Euro Profit. Das ist sogar noch halbwegs in Ordnung. Minus 600 Euro Profit. Das entwickelt sich in eine gute Richtung. Und das Ding hier, minus 3.000 Euro Profit. Also ich würde tatsächlich dieses Teil hier wirklich gerne loswerden, tatsächlich. Die Leute zahlen auch dafür, tatsächlich. Was ist mit dir? Captain Arsch, wo willst du hin, Alter? Ich glaube, der ist ein bisschen betrunken hier. Hallo? Hier ist Gamers Time. Kevin? Kevin? Alter, du hast Paluten. Hier ist Paluten auch noch. Meine Freunde, ich muss da ehrlich mit dir sein. Ich habe mir natürlich beim lieben GLP mal angeschaut, wie man hier wirklich Geld verdient. Ich habe gemerkt, so wie ich das mache, läuft das nicht. Deshalb, meine Freunde, müssen wir auf jeden Fall diese Achterbahn hier wirklich mal ordentlich dekorieren, meine Freunde. Das Ding ist sauteuer, das hier hinten ist sogar noch viel günstiger. Und es ist natürlich klar, dass alle hier drauf gehen, weil das Ding ist natürlich der hübscheste Scheiß, den man überhaupt haben kann. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Wasserfall hingesetzt, so eine Fontäne und sowas. Und hier vorne fährt es nochmal durch so ein Wrack durch und alles. Also ich finde das alles eigentlich eine ziemlich geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe das nochmal ordentlich umgebaut, damit es einfach irgendwie ein bisschen spannender ist für Leute. Hier vorne habe ich so einen Krakenangriff an die Bahn hingemacht. Und hier ist dann nochmal so eine Galeone. Also eigentlich alles ziemlich, ziemlich nice. Ich habe hier oben auch den Turm angepasst. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Timelapse da vorne. Ihr seht einfach mal hier. Aber hier vorne staut es sich immer, meine Freunde. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Hier sind unglaublich viele Menschen, die hier einfach wahllos rumstehen. Ich weiß auch nicht, warum. Die stecken hier alle ineinander. Und da, meine Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir eine Lösung überlegt. Ich werde jetzt eine Achterbahn bauen, die quasi einmal in diese Menschenmenge reinfährt und alle Menschen durch den Park schleudert, damit wir da endlich mal unsere Ruhe haben. Und dann gehen wir dem normalen Geschehen weiter, meine Freunde. Denn wir haben noch sehr viele Sachen, die wir machen können. Beispielsweise, nur mal als beispielsweise, meine Freunde, wollte ich hingehen und tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, kleinere Informationsstände noch dahinsetzen, die einfach wirklich wichtig sind, damit wir quasi gemeinsam echt, ja, Informationsstände bauen können, die dann tatsächlich halt für die Gäste wirklich Premium-Tickets verkaufen, weil Premium-Tickets sind der Shit schlechthin, wurde mir gesagt. Ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie gewaltsam dieses Spiel auch sein kann, ja, wie schlimm das eigentlich auch sein kann. So, dann bauen wir das nämlich direkt mal hier runter, meine Freunde. Dann geht's nämlich hier instant mal runter, so. Dann bauen wir quasi die Attraktion wirklich genau auf die Leute drauf. Das ist nämlich echt wichtig, einfach mal zu testen, wie reagieren denn überhaupt meine geehrten Gäste hier auf so eine Geschichte. So, deshalb würde ich einfach sagen, meine Freunde, testen wir es einfach mal aus. Ich glaube, das sollte so fast schon die Leute treffen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt die Achterbahn einfach starten, fetzt das hier voll in die Menschenmenge rein. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt einfach auch mal und starten das Ding einfach mal, meine Freunde. So, Test starten und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie das Ding hier abgeht, wie das hier überhaupt funktioniert, ja, ob das überhaupt den Erwartungen entspricht, die ich hier habe. Gucken mal, Achtung, jetzt gleich kommt die Bahn da, jeden Moment, soll das jeden Moment kommen? Kommt die Bahn, Achtung, Leute, da kommt die Bahn, Achtung, es geht los und ja, geil, Alter, sehr schön. Perfekt. Perfekt, oder? Das klappt doch super. Ja, super, perfekt. Klasse. Sind die jetzt tot? Sind die jetzt tot, die Menschen? Nee, tatsächlich nicht. Aber da kommt schon der nächste Wagen. Achtung, der nächste Wagen kommt. Sehr gut. Auf die Leute drauf, die im Wasser liegen. Perfekt. Super. Viele Gäste haben Durst. Ja, viele Gäste sind jetzt auch im Wasser drin. Ne? Wie kriege ich die jetzt da raus? Achtung, da kommt die nächste Bahn. Oh, einmalig hier, Leute. Sehr gut. So, ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall das Problem hier vorne schon mal gelöst. Das Ding können wir dann, sag ich mal, gescheiterweise abreißen. Damit wir unser Geld wieder bekommen, machen wir das alles rückgängig.
Sehr gut, meine Freunde. So, das hat klasse geklappt. Ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall ordentlich Gewinn eingefahren. Seht ihr? Und schon ist hier vorne der ganze Knubbel, wo hier Leute standen, weg. Ja, was hüpft ihr denn jetzt hier rum? Seid ihr irgendwie blöd? Ich helfe euch nicht, Alter. Klasse, super. Das hätten wir auf jeden Fall geklärt, meine Freunde. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach direkt die nächste Achterbahn, weil ich drauf Bock habe. Forschung können wir erstmal anzeigen. Ein Spiralachterbahn. Die bauen wir als nächstes. Und dann haben wir noch einen Informationskiosk. Den brauchen wir auf jeden Fall, denn der bringt ordentlich Cash durch diese Premium-Tickets, meine Freunde. Ich glaube fast schon, das hat hier keine guten Auswirkungen mit diesem Ding. Vielleicht sollen wir das wirklich einfach abreißen, meine Freunde. Ich glaube, kommt, damit verschwenden wir nicht weiterhin Zeit. Jetzt haben wir hier vorne wieder ganz viele Menschen. Das ist sehr gut. Die laufen nämlich jetzt einfach weiter rum. Und ich würde sagen, wir machen hier auch vorne einfach so eine... Oh, ich hätte jetzt schon wieder richtig Bock, hier eine Achterbahn reinfahren zu lassen. Das ist gerade eigentlich perfekt. Alles gut, alles gut, alles gut. Ganz ruhig hier, meine Freunde. Ganz ruhig bleiben. Kriegen das alles hin. Jetzt müssen wir natürlich hier das Gelände wieder anpassen. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz Pause, weil alle Gäste jetzt hier irgendwie gerade aus meinem Park abhauen und verschwinden und nicht wissen, wo sie hin sollen. Ja, aber schaut euch das mal an, Leute. Das ist auf jeden Fall... Die hauen gerade alle ab. Also ich glaube, meine Freunde, wir sollten auf jeden Fall spätestens hier vorne die Wege deutlich breiter gestalten. Super, ihr feiert gerade. Geht nach Hause. Ich kann nirgendwo hingehen. Ja, ist ja nicht, ist, also, das ist ja nicht richtig so. Und ich meine, hier vorne kann man ja, ach so, ich wollte alle nach Hause. Ja gut, okay. Ist eine spannende Konstruktion hier auf jeden Fall. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen breiteren Weg. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auch mit dieser Wegesbreite dann fortfahren. Spätestens ab hier vorne sollte es dann alles ein wenig breiter werden. Weil ich glaube, dass das sonst echt uns das Genick brechen könnte. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt hier vorne einfach schon mit einem neuen Wegstück anfangen. Und zwar diesem hier. Also, wir haben auf jeden Fall die Wege ordentlich angepasst. Sind jetzt deutlich breiter. Ich würde sagen... Ab hier vorne können wir quasi so eine kleine Art Burgtour hinmachen. So, schaut mal hier. Dann haben wir nämlich jetzt hier vorne unseren neuen Themenbereich des Märchenland. Das entsteht nämlich hier vorne. So, man läuft nämlich zuerst durch den Märchenwald und dann kommt man hier vorne durchs Märchenland. Sehr gut, okay. Dann können wir nämlich jetzt hier einfach weitermachen, meine Freunde, weil hier ist ja soweit alles wieder richtig verbaut. Ne? Wir müssen auf jeden Fall später wieder ein paar Palmen setzen, so, aber das wird schon. Guck mal hier, ich würde sagen, das hier... wird unsere neue Achterbahn. Und zwar so ein Spiralcoaster, wie es den mal im Phantasialand gibt. Also, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Station. Eine weitere Station. Das ist ganz wichtig. Eingang machen wir links. So. Fahren wir doch einfach mal hier hoch, meine Freunde. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das aussieht. Fahren einfach mal hier hoch. So. Wie können denn hier die Lifte hochfahren? Oh, das sieht ziemlich krass aus. Die fahren so richtig steil hoch. Ich baue jetzt hier einfach mal drauf los. Ich bin mal gespannt, wie die Gäste so eine Attraktion hier feiern. Oh, jetzt können wir hier vorne. Passt mal auf, Leute. Schaut mal hier. So. Gehen wir einfach mal hin und neigen das Ganze ein bisschen, so, weil das mögen die Leute ja auch ziemlich gerne, so. Sehr gut, schaut mal hier, so, das finde ich schon, oh, das kann bis zu 90 Grad, kann das. Können wir hier eigentlich wieder runtergehen, würde ich sagen, so. Machen wir hier ein Körbchen hin, schaut mal her, so, eine kleine Kurve, die können wir auch ein bisschen länger ziehen, so. Ich weiß natürlich nicht, ob die Achterbahn jetzt gut wird, beziehungsweise die Leute da nicht einfach alle am Kotzen sind, aber ich glaube fast, dass das eine eigentlich ziemlich geile Achterbahn hier ist, oder? Schaut doch mal, ich finde die eigentlich ganz cool, so. Abfahrt ein bisschen länger hier, so, und die gehen wir ein bisschen in die Kurve wieder, so. Ich glaube aber, dass die Leute einfach bei dieser Achterbahn wieder kotzen werden, beziehungsweise die einfach gar nicht geil finden. Aber das können wir einfach mal später schauen. Leute, ich habe das Gefühl, dass keiner diese Achterbahn fahren wird. So, Freunde, fahrt Kamera und bitte, auf geht's. So, ich bin gespannt, ob diese Achterbahn läuft, ob die gut funktioniert oder ob die Leute die hassen werden. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich möchte auf jeden Fall hier so ein kleines Märchen-Fantasy- Gebilde irgendwie aufziehen, weil das fände ich auch noch ganz cool als Themengebiet. Aber jetzt erstmal müssen wir gucken, meine Freunde, feiern die Menschen überhaupt die Achterbahn? Dann sollten wir auf jeden Fall hingehen und die Attraktionen bauen. Vor allem hält diese Achterbahn hier überhaupt? Also nicht, wenn jetzt irgendwie der Wagen hier aus der Spur fliegt. Ich glaube, das ist alles schon... Wobei, das ist alles, glaube ich, gar nicht so schlimm, was ich hier gebaut habe. Schaut mal, das ist jetzt echt nicht so krass. Das habe ich alles echt gut abgeschätzt. Guck mal, das ist schön langsam hier in den Kurven. Das macht Spaß und da ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay... Der normale Zuschauer von heute kackt sich jetzt direkt in die Hose und scheißt sich voll. Ist halt so kurz wieder, ne? Aber ich glaube, Freunde, ich glaube, das könnte echt was werden, Alter. Mann, oh Mann, das könnte wirklich sein, dass das jetzt gut funktioniert hier. Das wäre natürlich der Hammer. Ich denke mal vor, eine Achterbahn, die ich gebaut habe, die klappt einfach. Wie krass wäre das bitte? Hä, hey, ist doch voll die sweete Bahn eigentlich, oder? Nee. Das schafft sie jetzt nicht, oder wie? Und so. Weil ich glaube, meine Freunde, dass das Ding hier echt Potenzial hat. Und es wäre schade, wenn hier schon vorbei wäre, oder? Die Achterbahn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre sauscheiße, wenn das jetzt schon wieder aufhören würde. Nö, dann bauen wir die einfach noch ein bisschen weiter. Finde ich die eigentlich echt ganz cool eigentlich so. Das läuft ja echt super, finde ich, meine Freunde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal hier, die fährt doch schon ziemlich lange, finde ich. Und dann ist hier vorne nochmal eine kleine Umdrehung. Ich finde die geil, die Achterbahn. Passt das jetzt, wenn die jetzt hier hochfährt? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken jetzt einfach mal. Wenn die jetzt hier hochfährt, sollte das doch eigentlich alles hinkommen, oder? Was leckt das denn gerade so? Verstehe ich überhaupt nicht. Leute, irgendwas ist hier gerade aber echt faul. So, schau mir die Flitz jetzt hier gerade lang. So. So, boah, die fährt echt saulange, die Achterbahn. Die fährt über 20 Minuten, Alter. Ja, da kriegt man wenigstens was für sein Geld geboten, ne? Scheinbar hat sie es geschafft. Und was haben wir für Werte? Oh, Nervenkitzel, Übelkeit. Ich weiß nicht, ob das zu krass ist, ne? Ist der Nervenkitzel dann zu krass, oder wie?
Gar keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das sehen wir einfach im nächsten Part. Wir eröffnen die einfach mal und dann schauen wir einfach mal, weil, ganz ehrlich, so die Übelkeit ist ja noch voll im Grenzen. Also Nervenkitzel ist ja gut, ist ja eine gute Sache, ne? Von daher, meine Freunde, würde ich sagen, gucken wir einfach beim nächsten Mal, ob das eine geile Attraktion ist. Und ich würde sagen, das war's von diesem Part Planet Coaster. Wir haben unsere Parkbesucher penetriert und mit Achterbahnteilen beworfen und die hoffentlich geilste Achterbahn der Welt gebaut. Also hoffentlich dann. Wenn nicht, lade ich mir einfach einen Mod runter, dass ihr damit fahren. Lasst einen Daumen hoch da und haut da rein, meine Freunde. Macht's gut. Tschüss.